Suchmaschinenoptimierung und der Penguin Update. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IN Marketing und Sie schauen website-marketing.ch. Über den Penguin Update, der sich mit Backlinks beschäftigt, also Links, die auf Ihre Seite zeigen, wurde in letzter Zeit sehr, sehr viel spekuliert. Ist da überhaupt was dran? Gibt es denn überhaupt wirklich? Hat er Auswirkungen auf unsere Seiten hier im deutschsprachigen Raum oder nicht? Über das wurde viel geschrieben, unter anderem hat auch unser Tim Bruder dazu vor ein paar Wochen geschrieben. Und da ging es eben darum, dass beispielsweise das Ganze nur eine Spekulation sei, ob es das überhaupt gibt. Oder hier in dem Fall, dass eben die Qualität der Suchergebnisse geschrumpft ist. Ich hatte gerade letzte Woche wieder mal, wie er hier beschreibt, ein 404er an dritter Position, was sehr speziell ist. Dann das Disallow-Tool, das kam in den Google Webmaster Tools drin, mit dem man eben böse Backlinks, die auf meine Seite zeigen, abwerten konnte, damit die eben nicht mehr gezählt wurden. So wurde viel spekuliert. Kurz zusammengefasst, was lief in den letzten 8 Monaten? Da haben wir eine Übersicht. Der Penguin Update, der kam raus im April 2012. Das war das erste Update, das kam. Da ist auch ein bisschen was passiert, allerdings nicht bei uns. Der zweite dann im Mai und der dritte im Oktober. Von denen allen haben wir nichts gemerkt. Von was man sehr viel gemerkt hat, sind die sogenannten Panda-Updates, die sich eben mit dem Inhalt, mit der Relevanz einer Website beschäftigen, was natürlich durchaus Sinn macht. Das heißt, hier hat der Content mehr an Gewicht gewonnen, aber auch die Technik, mit der die Webseite gebaut wurde, Speed und so weiter und so fort. Und ich sehe hier, Panda gibt es heute auch bis 23, Penguin sind wir immer noch bei Nummer 3. Und immer wieder werden wir gefragt, nützen Backlinks noch was? Für mich logischerweise, denn ohne Backlinks wäre ja das Internet tot. Aber nützen Sie was trotzdem? Ich habe eine Statistik ausgegraben, die kommt von Search Metrics. Search Metrics ist eine Firma in Deutschland, die Software für SEOs, also für Suchmaschinenoptimierer oder solche, die sich mit dem Thema beschäftigen, baut. Und die checkt die Korrelation zwischen einer Maßnahme, also beispielsweise hier einem Facebook-Share und der Position. Und da sieht man, dass sehr hohe Korrelation hat, die haben die ganzen Social Themen, also Social Media Geschichten, in dem Fall auf Facebook. Die ersten 4 Positionen werden ausschließlich davon bedeckt. Und dann auf 5. Position, und das ist sehr interessant, da geht es um Links, das sind die Anzahl der Backlinks. Also eine hohe Korrelation zwischen Maßnahme, Backlink in dem Fall, und Position liegt hier an 5. Stelle und hat immer noch mit dem Thema Backlinks zu tun. Tweets, sicherlich auch interessant. Dann an 7. Stelle die Anzahl No-Follow-Links. No-Follow-Links sind meistens eben auch Links aus Social Networks. Also das ganze Thema Social Media lohnt sich laut dieser Statistik sehr. Dann haben wir einen mit der On-Page-Technik. Also da geht es um die technischen Punkte, die eine Website betreffen. Und dann bereits weiter mit Anzahl Backlinks mit Stop-Word oder Anzahl Backlinks mit Keyword. Und das ist doch sehr überraschend, denn gerade das soll ja überhaupt nichts mehr bringen. Zu dem Thema dann im nächsten Blogpost, was, da haben wir was versucht und das hat überhaupt nicht so reagiert, wie man das hätte erwarten können. Also man sieht hier ganz klar, top sind immer noch die Backlinks und die Social-Themen, also Social-Media-Marketing lohnt sich auf jeden Fall auch, aber die Links korrelieren immer noch sehr, sehr stark mit den guten Positionen. Kann man sagen, klar, muss keinen kausalen Zusammenhang haben, aber die Statistik von Search Metrics, die wird immer wieder nachgeführt. Die ist also meistens sehr aktuell. Das heißt, wenn man die ein bisschen verfolgt, wird man merken, dass es eben auch so sein müsste. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr das Thema Penguin Update behandelt, Backlinks sammelt oder nicht. Schaut ihr noch, dass ihr möglichst viele Backlinks habt? Müssen die noch vom Keyword auskommen oder nicht? Das würde mich wie immer hier interessieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IN Marketing und website-marketing.ch geschaut.